Das ICEI plant ein Projekt, in welchem eine wasserstoffbetriebene Fähre entwickelt und halbautomatisiert gesteuert werden soll. Unsere Aufgabe ist es, ein elektrisch angetriebenes Modellboot als Proof of Concept zu entwickeln, das entweder über eine klassische Fernsteuerung oder autonom über einen Onboard-Computer gesteuert werden kann. Ziel ist es, dass das Boot eine bestimmte Koordinate ansteuert und im Falle eines Hindernisses einen geeigneten Weg findet, um dieses zu umgehen. Zu diesem Zweck wurde ein Stereokamerasystem entwickelt und so konfiguriert, dass Objekte im Wasser erkannt und klassifiziert werden können. Zu jedem Objekt, zum Beispiel einer Boje, wird die Distanz berechnet. Wenn die Boje sich zu nahe am Boot befindet, wird sie als Gefahr markiert. Wenn das Objekt als Gefahr angezeigt wurde, stoppt das Boot, berechnet eine mögliche Ausweichroute und versucht, dem Hindernis auszuweichen.